bei Spike zwischen Tolkhammer und Rees gelegen, ist ein neuer Stellplatz entstanden, den wir euch jetzt vorstellen möchten. An der Weggabelung, wo es links zum Hofladen geht und die Ortsschilder, die Wegweiser nach Emmerich und Tolkhammer stehen, biegt ihr rechts ab. Der Stellplatz ist noch nicht ausgewiesen und noch nicht in allem fertig. Leider spielt das Wetter gerade nicht so mit. Ihr fahrt hier den Weg runter in den Übernachtungsbinnenhafen, wo die Binnenschiffer ihre Nacht verbringen können, und biegt hier unten links in die Sackgasse ab. Der Hafen ist wunderschön angelegt mit ausreichend Müllcontainern, die am Wegesrand entlang stehen, und vielen Spazierwegen, einem Überflutungsbecken und gassirunde Wege und einem wunderbaren Blick auf den Rhein. Ja, mit ganz, ganz neuen Gangways für die Binnenschiffer. Also wer gerne Schiffe gucken mag, den Wind sich um die Nase wehen lassen möchte, der ist hier genau richtig. Der Stellplatz befindet sich hier vorne, direkt am Rheinufer. Und den zeigen wir euch jetzt etwas näher. Er ist noch nicht in allem fertig. Aber ich war gestern in der Touristeninformation und kann euch sagen, was noch kommen wird und wie es funktionieren wird. So, wir parken jetzt mal unser Wohnmobil und nehmen euch mit. Herzlich willkommen zu einem weiteren Stellplatzvideo mit eurem Duckmobil. Heute sind wir wieder auf einem ganz, ganz jungfräulichen Wohnmobilstellplatz. Wir sind hier auf dem zukünftigen Camperplatz am Spike-Deich in den Niederlanden zwischen Emmerich und Tolkhammer gelegen. Wir sind hier 5 Kilometer vor Emmerich an dem kleinen niederländischen Dörfchen Spike auf dem Spike-Deich. Und hier im Spike-Deich, im wunderschönen Naturschutzgebiet, ist ein Übernachtungshafen für die Binnenschiffer entstanden mit supermodernen, ich muss mich so umdrehen, sonst hört man mich nicht, mit supermodernen Gangways, einer wunderschönen Anlage für die Binnenschiffer mit Spazierwegen auf diesem großen grünen Areal, mit einem Bachlauf, der zu Überflutungszwecken dient. Da ist ein Brückchen drüber. Und für Wohnmobile hat man gedacht, machen wir hier auch eine kleine Oase und nicht nur für unsere Binnenschiffer. Wir haben im Hintergrund das kleine Örtchen Spike mit einem netten Hofladen, wo ihr leckere Sachen kaufen könnt, um eure Vorräte aufzufüllen. Es ist nicht weit bis Emmerich, da hinten haben wir schon die falsche Golden Gate, wie ich sie immer nenne. Tolkhammer ist 2 Kilometer weg und hier entsteht ein niegelnagelneuer Wohnmobilstellplatz direkt am Wasser, und das mögen wir ja so. Im Moment ist noch ein wenig Baustopp, witterungsbedingt, es ist Winter, aber wie gesagt, die Dame in der Touristinformation hatte ich in Tolkhammer aufgesucht. Die hat mir das ein oder andere verraten, was noch kommt. Der komplette Platz ist gepflastert mit diesen schönen, Alfred, wie heißt das? Verbundpflaster. Und wo die Wohnmobile stehen, haben wir entsprechende Rasengittersteine, in denen sich schon die ersten Grasnarben durchzwängen. Ich messe mal eben aus, wie groß die Parzellen sind, aber so wie wir beim Kollegen nebenan sehen können, könnt ihr auf jeden Fall bei Sonnenschein noch eine Markise aufmachen. Ich denke mal, die sind auch 6x9 Meter. 1, 2, 3, 4, 5, nicht ganz 6 Meter, in Tolkhammer hatten wir 6, also ein Ticken kleiner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 10 Meter lang. Und jetzt muss man kommen, jetzt hier ist was ganz Tolles. Die Rasengittersteine sind noch nicht allzu sehr bewachsen. Also von daher kann der Regen natürlich auch schon mal ein bisschen Untergrund, der aber leicht mit Kies versetzt ist, ausspülen. Und hier vorne haben wir diese schönen Stufen. Also ihr braucht noch nicht mal Tische und Stühle. Man kann sich hier auf die Steine setzen, legen, ein Sonnenbad genießen. Ne, zwischendurch sind Stufen, damit man hier diese Stege nicht runtergehen kann. Und kann ungestürmt den Blick aufs Wasser genießen. Gestern Abend haben wir in Tolkhammer einen wunderschönen Sonnenuntergang genießen können.
Und wenn jetzt einer gerade in das Video einschaltet und denkt, ich stehe wieder in Dänemark, wir stehen hier 3 Kilometer von der deutschen Grenze in die Niederlande weg und wir haben Ende März. Okay, wir haben genau den 24. März 2024. Der Platz ist noch nicht ganz fertig. Es gab wohl, hieß es, Stromsäulen, die wieder abgebaut wurden. So viel ich weiß, sollen hier die Stromsäulen entstehen. Wie viel die Kilowattstunde kostet, wie bezahlt werden kann für den Strom, weiß ich nicht. Ob es eine Entsorgungsstation und Frischwasser gibt, ja, aber wann, ist noch nicht geklärt. Also von daher autark stehen im Moment nur möglich. Bezahlt wird per App, per QR-Code. Da ist aber auch noch nichts ausgegangen. Also ist es im Moment noch kostenfrei. Es kommt keiner kontrollieren und zahlen. Alles noch in der Planung, soll im Sommer alles fertiggestellt sein. Müllentsorgung besteht momentan nur aus den Abfalleimern, aber hinten an den Binnenschiffen habt ihr große Container, da könnt ihr dann euren Müll auch entsprechend entsorgen. Es sind schon schöne Picknickbänke angelegt worden und entsprechend würde ich dem Herrn, der gerade auf dem Wohnmobilplatz, Parkplatz mit seinem PKW sich hingestellt hat, am liebsten gerade mal die Meinung sagen. Ich könnte schon wieder, ne? So wie in Dänemark, der Mini. Okay, ich sag nichts. Ansonsten, der Platz ist beleuchtet. Es gibt hier am Ufer eine große Laterne, am Ende des Platzes ebenfalls eine. Und mit Sicherheit eine wahre Bereicherung, weil, wenn du nochmal darunter schaust, das Wetter ist jetzt nicht so toll, habt ihr einen wunderbaren Blick auf den Rhein und da seht ihr auch mal, wie viel Schiffsverkehr hier herrscht. Das sind auch Schiffe, aber nicht so viele wie da. Ob Hunde erlaubt sind, kann ich euch nicht sagen. Hundekotbehälter habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ob Grillen erlaubt ist, können wir euch alles noch nicht sagen. Aber wir werden mit Sicherheit noch mal im Laufe des Jahres hier in der Nähe sein und euch auf den aktuellen Stand bringen. Der Platz ist nutzbar. Es stehen, wie viele Plätze haben wir denn überhaupt? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11? 11 Plätze zur Verfügung und er ist über die Hälfte belegt. Also von daher ein Geheimtipp, der schon nicht mehr ganz so geheim ist. So, an der Stelle sagen wir, super Idee. Ich finde das auch toll mit dem Binnenhafen. Definitiv vielleicht mal ein Tipp, wo wir auch hinfahren werden. Übernachten bleiben darfst du 2 Nächte, wenn es mal läuft, das weiß ich. Und an der Stelle, es regnet jetzt so sehr, sagen wir wieder, danke fürs Zuschauen. Lasst uns mal ein Like da, schreibt in den Kommentaren, was ihr von diesem Platz haltet. Und wir gehen jetzt rein, bevor die Kamera anfängt zu schwimmen. Und da hinten scheint wieder die Sonne. Ein Nachtrag. Da ich vergessen hatte, noch ein Foto zu machen, ja, wir sind jetzt mittlerweile fertig, habe ich gesagt, oh, ich muss noch mal schnell raus. Ich muss noch ein Thumbnail fotografieren. Und dann, pass auf die Tür auf, war es schon zu spät. Der Wind erfasst unsere Tür. Das haben wir in ganz Dänemark nicht geschafft bei dem Sturm. Und oben die Halterung von dem Puffer, der die Tür hält, ist rausgerissen. Natürlich nur Kunststoff. Und wir wollen ja heute Sonntag, Donnerstagabend wieder über die Ostertage los. Ich hoffe mal, dass Alfred das hinkriegt. Also aus Wut hat Alfred dann irgendwie die Sachen, die er in der Hand hat, auf den Tisch gelegt. Dabei ist ein Mikro. Ja, in so einer Ritze, die man nicht beachtet, gefallen. Wir haben hier alles abgesucht. Wir haben jetzt 1,5 Stunden das Mikro gesucht. Also das ist eine Stellplatzvorstellung, die wir nie mehr vergessen werden. Ich hoffe, euch tut es keinen Abbruch, aber wir haben für heute die Nase voll.